Herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java für Dusi im General. Wir sehen heute einen Algorithmus, einen Sortieralgorithmus, wo man können Zahlen oder Texte an einen richtigen Reihenfolge setzen. Voilà, ein richtiges Reihenfolge. Das ist schon ein kleines schönes Beispiel. Zahlen sind an einer Reihenfolge, die Aszendent, das von klein auf groß. Das was wir wollen. Hinab. Das ist das Endresultat. Das Endresultat. Was wir meistens tun, ist, weil die Karten schon sind. Mit dem Computer weiß nicht davon. Die sind gemischt. Das wie beim Lotto. Da kriegt ihr 6 Zahlen. Einfach hier durch den Ehen. Wir wissen so gut lohnt, was da steht. Wir müssen dann nur gucken, dass wir die immer eine schöne Reihen vorstellen. Von klein abgeholt. Okay, das müssen wir holen. Welchen Algorithmus behandelst du? Wir nennen den Tri par Selection direkt. Selection, so auf Englisch. Kinder viel der Algorithmen, die besser sind, die mich schlecht sind, das spielt halt keine Rolle. Also, wir machen den da. Ne? Das ist von den einfachsten verstehen. Der Num sieht schon ungefähr, wo die geht, le tri par Selection direkt. Die Idee ist, wir haben ein Tableau, das ist ein Löscht von Elementen, und da fängt man einfach vier an. Ersten Element, und da sagen wir, da muss man den direkt mit der richtigen 12 füllen. Ich muss schaffen, im Endeffekt mit der Array-List, die wir schon in den anderen Videos benutzen. Voilà. Dann wollen wir das programmieren und genau das. Wir für uns ist das momentan just nur ein Schluss. Das wir fangen einfach an. Für diesen Element muss ich die richtige Zahl direkt finden. Das die können sie dann am Rest von einer Löscht sicher. Und dafür kennen wir auch schon einen Algorithmus, zum Beispiel der Minimum. Der Minimum ist eine Löscht. Das ist eine Löscht. Das wenn ich halt den Minimum finden, dann muss ich halt ob einmal, muss ich halt den Minimum kreieren. Die soll die echt gerade gelöst gehen. Okay. Voilà. Das ist, wenn schon denn irgendwo den Minimum steht, dann brauchen wir den einfach zu tauschen. Okay, das ist die Idee. Okay, wir gesagt, am Ende sehen wir eigentlich an den Computer, wir sollen nicht gefunden. Okay. Der Computer muss eine Löschung schaffen. Gesagt, die ganze Löschung nicht direkt, dafür muss alles gedreht. Voilà, die gesagt gut nicht. Die gesagt, nur mal alles, man denkt, geht den einzelnen Element. Ein Element à la fois. Okay, wir machen einfach eine Simulation. Ja. Wir spielen den Computer. Den Computer, ja. Wie man das gefunden. Okay. Selection tot, versicht den ersten Element von der Löscht loszufüllen. Okay. Du musst dort die Kleinstzahl. Wir gehen mal hin, wir machen dann das Minimum von den 6 Elementen. Und wir gehen da durch. Wir gehen da durch. Wie haben wir das gesehen? Wir holen einfach den nächsten Element. Wir brauchen eine Löschvariable, das ist der Minimum-Algorithmus. Das ist dann der provisorische Minimum, ja. Das ist der provisorische Minimum. Und den ist 17. Ja. Den schreiben wir einfach ab. Ja. Und dann gehen wir beim nächsten Element. Nehmen wir den ab und dann vergleichen wir. Was denn heute mit klein oder groß? Die 33, Antwort. War wahrscheinlich nicht. Nein. Ja, das ist dann das nicht der Minimum. Dann gehen wir einfach weiter. Was ist nicht die Position von dem Minimum? Moment, das ist die Position von dem aktuellen Minimum aus. Das heißt Position 0, das ist das nächste Element. Okay. Vorher, wir brauchen noch Position für Wert. Weil irgendwann, wenn ich das Minimum bis wenn wir sie tauschen, da brauchen wir die Information. Das ist okay. Auch Pose. Pose Min, Position. An diesem Fall ist es 0, fällt das der nächste. 0 der Minimum, ja. Zweite. 55, das ist nämlich klein wie 17. Nein, das ist auch nicht das Minimum. Next Squared. Dann gehen wir weiter. 97, das ist auch nicht das Minimum. Ja. Dann gehen wir auf die nächste Position. Hast du das schon richtig gesteckelt? Ja, das ist gut gegangen. Und dann die nächste Position. 10, das ist nämlich klein wie 17. Definitiv. Ja. Ja, das steigt mal durch. Wir ersetzen. Durch 10. Ja. Aber, stopp. Ah, was fehlt? 0, 1, 2, 3, 4. Position also 4. Position 4, das ist der 5. Element, wird dann die kleinste. Gehen wir weiter. Das ist 41, also die Mikro klein wie 10. Nein, das ist also Minimum. Das ist die kleinste Karte, die wir fand. Die kleinste Karte, die wir fand. Wir haben noch seine Position fand. Das ist 0, 1, 2, 3, 4. Die geht mit der Reiter getauscht. Voilà. Da habe ich auch keine Information verloren. Das ist die Karte, die hier an der ersten Position 4 drauf war, die steht da rum. Ist getauscht, das ist an der, ja. Hier steht dann der 17, den wir also am Anfang hatten. Das die kannst du unsere Kind, ja. Der Computer weiß nicht mehr, dass du dahinter weißt. Wir gehen aus dem irgend dran. Voilà, das ist nur die erste Kasse mit dem richtigen Element gefällt. Okay. Wir gehen da weiter, aber wir gehen einfach auf die zweite Kasse. Wir gehen den zweiten Element von unserer Lust füllen. Dann haben wir genau das Zerwisch. Wir haben im Prinzip das Zerwisch. Das heißt, muss ich nur den Minimum fangen, nicht vom Ganzen, von der ganzen Löscht, sondern nur vom Rest von der Löscht. Den hat auch schon sortiert. Ja. Den ist schon richtig. Das heißt, du hast das Minimum von den 5 Elementen zu fangen. Okay. Zerwisch das Prinzip. Gehen wir einfach hin. Wir drehen einfach das erste Element. Guck mal, das 33. Das geht also provisorisch ein Minimum. Mit der Position 0, 1.
Fürs Minimum steht momentan unter erster Position. Mhm. Und da gehen wir einfach weiter. Ein Algorithmus geht einfach weiter. Wir haben immer länger schleift, die, all die nächsten Elemente. Na, 45 aus dem Mikro, 33. Nein, erst aus dem Minimum noch einmal 33. Die nächsten Element. Tak, 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 97, auch nicht mehr klein. Dann kommt das nächste Element. 17, aus dem ich klein wie 33. Ja, dann ist das ein kleinster. 1, 2, 3, 4, an der vierten Position. Gut, das ist sofort. Mhm. Und dann gehen wir auf den nächsten Element. Das ist dann 41. Nee. Aus dem 41 mit klein. Nein, das ist der Hummer, das Fond. Das ist, wir wissen, dass an der vierten Position der kleinste ist. 0, 1, 2, 3, 4. Ich vertausche Position 2 mit der Position 4. Wir tauschen dem, die 2 da. Okay, die 2 sind noch sortiert. Die 2 sind sortiert, das ist dann nicht bei dem nächsten Element. Mhm. Und das ist mal das Minimum von wo? Weil von den 4 letzten Elementen. Mhm. Weil das ist dann das Minimum, das da hineinpasst. Wie hast du schon mit dem Algorithmus? Echte Element. Echte Element geholt. Mhm. 55. War kein Platz mehr. 55, das ist das aktuelle Minimum bei der Position 0 in 2. Dass du verschluckt gesehen. Dann gehen wir weiter. Den nächsten Element geholt. Du kriegst den, dass der Computer zu schnell schmiert hat. Ne? Er kann nicht merken. Mhm. 97 aus dem wie klein. Nein, nee, da muss man bei der nächsten. Das K-Memory spielen. Ne? Das K-Memory spielen, ganz genau. Hier kann man ein Element noch dem anderen. 33, ja. 33 auf der Position 0, 1, 2, 3, 4. 4 ja. Mhm. Ja, das ist ja, Zufall. Ne? Aus Zufall. Nächsten Element. In der 4, aus dem ich klein, nein, das ist die kleinste Position von an der Position 4. Mhm. Algorithmus sieht, wir müssen die Font, wir tauschen den. Wenn das bewegt, die geht hier hin, dann ist hier die nächste kleine. Das müssen die drei ersten Elemente sortiert. Mhm. Algorithmus sieht, wir gehen einfach weiter auf den nächsten Element. Wir sichern für das Kass oder das Minimum von denen drei last. Ja. Algorithmus, wir machen den einfach den nächsten ab als provisorischen Minimum. Der 97 und dann gehen wir auf den nächsten Element gucken. Next Cars. Ja. Die Next Cars. 55. Hast du mich klein wie 97? Ja. Ja, schon hab's vergessen wieder. 2, 3. Ich hab's vergessen. Das tut. Das macht keiner. Position. Ja. Mhm. 55. Hast du mich klein? Ja. 0, 1, 2, 3, 4. Warum? 4? Bin du wirklich? Mhm. Der Feier ist noch speziell. Dann gehen wir auf den nächsten Element. Einer feiert sich, aus dem ich klein wie 55. Ja. Schauen wir mal, Bandposition. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Das ist nun die kleinste Font. Die ist an der Position 5. Da muss man den einfach mit dem, wo ich gerade will, sehen. Die tauschen wir. Voilà. Das ist die also dann los. Sortiert. Und dann gehen wir auf die nächste Position. Ja. Die Do-Position muss man mit den kleinsten fangen, von denen zwei so. Nächsten. Mhm. Das muss ziemlich kompliziert sein. He? Einfach eigentlich aufmachen. Das ist der 55. Aufgepasst Position noch einmal notiert. 55 ist mir schön. 2, 3, 4. Voilà. Und dann gucken wir mal den nächsten. 97 ist ziemlich klein. Nein. Nee. Dann machen wir zu. Das wissen wir schon. So, sind wir fertig. Die bleibt hier. Hm? Der bleibt. 55 geht nicht bewegt. Den ist schon auf der richtigen Position. Ja. Das ist also eine kleine Subtilität vom Algorithmus. Die heute steht dort. Das ist ein Next Man. Die steht schon auf der richtigen Position. Hm? Das ist auch nicht mit irgendetwas bewegt. Und könnt nur die letzte Position. Ja, da brauchen wir nicht mehr zu checken. Wir wissen, dass die letzte muss mehr groß sein wie 55. Das haben wir gerade gecheckt. Haben wir gecheckt. Und die steht schon auf der richtigen Position. Ja. Für was? Weil das die Lösung ist. Das ist die kleinste, die möglich ist für sich selber. Mhm. Das ist hier erst dann den Algorithmus fertig. Ah, voilà. Ich denke, wir sind im Moment gekommen. So, das war nur bildlich. Wir wissen, wie funktioniert der Algorithmus. 12 Variablen schleifen. Ja, wenn ihr gut guckt, sind wir direkt in der 2 Schleifen. Ein Burst, ein Balance. Ein Burst, ein Balance. Idealerweise. Geseide, los, schon wissen, wo die geht. Die nehmen der andere geseide. Vielleicht auch nicht. Ich denke, dann im nächsten Video sehen wir dann, wie wir dann Java programmieren. Okay, wir sollen das merci, wir sollen nicht merci, wir nur lauschen und bis zum nächsten Mal.